Wir haben hier in unmittelbarer Nähe zwei Jugendeinrichtungen und dieses Wandbild zeigte einen schweren Straftäter, einen Intensivtäter, der über 100 Straftaten begangen hat, Menschen schwer verletzt hat, schwere Körperverletzungen, Raub, Diebstähle begangen hat. Und wir wollten nicht, dass hier ein Wallfahrtsort für einen Schwerstkriminellen entsteht und deshalb ist es übergemalt worden. Es ist auf jeden Fall eine klare Ansage an die Szene, dass wir uns das nicht bieten lassen, dass wir hier keine Straftäter verherrlichen und dass wir dagegen vorgehen.